Ich habe heute etwas sehr Mysteriöses auf YouTube gefunden, das sogar zum Format Deep into YouTube oder auch DeepTube passt. Es ist eine japanische Kleenex-Werbung aus den 80er Jahren. Auf dem ersten Blick ist es eine normale Werbung. Eine Frau nimmt ein Tuch in die Hand und es fliegt dann weg. Links von der Frau sitzt ein rot angemalter Junge mit grünen Haaren und einem komischen Horn. Im Hintergrund hört man zudem eine Frau singen. Schaut man sich diese Werbung aber um Mitternacht an, wird aus der normalen Werbung etwas komplett anderes, Verstörendes. Aus dem Singen wird ein verzerrtes, lautes Geräusch und das Video bekommt Pixelfehler, die dann schwarz werden. Der Ton wird immer verzerrter und grausamer. In den vielen Fehlern kann man das Gesicht der Frau erkennen. Es hat den Anschein, dass man von der Frau angestarrt wird. Dann flackert das Video, es erscheinen zwei Augen und dann kommt eine Fehlermeldung. Manche sagen, dass die Frau nach dem Dreh der Werbung gestorben ist. Manche wiederum meinen, dass das Video einen Fluch hat und Leute, die sich das um Mitternacht angeguckt haben, Selbstmord begingen. Es wird nun in Betracht gezogen, dass es sich um eine urbane Legende handelt und dass es keine Beweise für die Selbstmorde gibt, die auf das Video zurückzuführen sind. Was denkt ihr? Fluch, YouTube Easter Egg oder ein PR-Gag? Ich denke eher, dass das Video von dem Uploader manipuliert wurde oder dass sein Internet schlecht ist. YouTube-Lags kennt ja jeder. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt. Schreibt mir eure Meinung wie immer in die Kommentare und bewertet das Video gerne auch positiv. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video.